Grüß euch! Adventzeit ist und die Zeit der süßen Leckereien. Ich möchte trotzdem die Schokolade so gering wie möglich halten. Wie ich sie selbst mache, zeige ich auch in meinem Buch. Und heute geht es darum, wie ich Schokolade so fülle, dass darin ein Fruchtmus Platz hat. Dabei habe ich es sehr gerne, wenn die Schokolade außenrum wirklich ganz dünn ist. Und ich möchte auch, dass kein Zucker drinnen ist, denn ich selbst vertrage leider überhaupt keinen Zucker, keinen raffinierten Zucker. Und wenn ich so etwas mache, dann habe ich sehr gerne ganz dünne Schokolade. Das bekommt man so im Handel sowieso nicht und schon gar nicht mit einer Füllung, die nur aus Früchten besteht oder eben nur aus Rohkostfrüchten oder vielleicht auch Kokosnuss. Hier ist die Vorbereitung, da lege ich Butterbrotpapier darunter. Da werde ich nachher die Schokoladenform darauf geben, wo die überflüssige Schokolade im wahrsten Sinne des Wortes herunterfließt. Das ist die Form. Das ist eine harte Form, so wie es meistens erforderlich ist für gefüllte Pralinen. Und ich gebe da die Schokolade auf die Form drauf. Man braucht etwas mehr, um die Form zuerst voll zu füllen und nachher in die Form hineinstreichen. Da es sich in dem Fall um eine Kugelfüllung handelt, ist die Form etwas komplexer aufgebaut, aber sie hat oben Löcher, bei denen die Schokolade hineingestrichen werden kann. Wenn die Form voll ist, mir geht es meistens nur um die mittleren Stücke, denn ich mache immer nur ein paar Stück, dann kippe ich das Ganze um und die Schokolade rinnt hinunter. Ja, das war der Grund, warum ich zuerst hier getrocknete Früchte, man kann auch getrocknete Yacon-Chips oder Maroni-Chips, was man halt möchte, hintergeben. Wenn die Schokolade schon so fest ist wie hier, dann bereite ich die Füllung vor. Es kann auch von einem Eiweißfluff sein und ich verstärke bei einer Fruchtfüllung sehr gerne mit etwas Flohsamenschalen. Wenn ich keine frischen Früchte habe, dann verwende ich einfach gefrorene. Da muss ich allerdings natürlich ein bisschen warten. Und eine spezielle Zutat ist ein selbst fermentierter Weintrauben-Feigenwein. Das kann auch die Phase sein, wo es eben noch kein Essig ist. Manchmal ist es so, dass aus den Zutaten im Herbst ziemlich schnell ein Essig wird und manchmal ist es so, dass manche Behälter einfach gut leicht, ganz leicht alkoholisch bleiben und manchmal hält der Wein etwas länger. In dem Fall kann der so entstandene zum Beispiel Weintrauben-Feigenwein hier dazugegeben werden. Aber es schmeckt auch so gut, also wer es für Kinder macht oder eben gar nicht einen leichten Alkohol drinnen haben möchte, der gibt es dann natürlich nicht hinein. Nachdem die Schokolade zuerst schon fest geworden ist, macht es nichts, dass die Füllung etwas wasserhaltig ist. Wenn ich die Füllung, das ist in dem Fall keine Ganache, weil die wäre ja mit Schlagwasser, also Sahne oder anderen fetten Bestandteilen, sondern ich habe wirklich einfach nur die Mango in dem Fall püriert, das können auch andere Früchte sein, und ein bisschen ein frisches Kokosnussfleisch dazugegeben. Besonders flüssig und geeignet wird das Ganze in einem Hochleistungsmixer. Es geht zwar auch in anderen Mixern, aber dann muss man aufpassen, dass diese Masse so fein genug ist, dass sie hineingespritzt werden kann. Oder man müsste dann eine größere Tülle verwenden.
So, und wenn das Ganze befüllt ist, dann noch testen, ob die Masse eh schon herausfließt und dann in die Hohlkugeln hineinspritzen. Die Hohlkugeln, die wurden ja inzwischen schon fest, also ich habe sie gar nicht extra in den Kühlschrank gegeben. Das hat nur ein paar Stunden gedauert. So 2-3 Stunden. Das kommt auf die Raumtemperatur drauf an. Einen Kühlschrank oder Tiefkühler verwende ich dann, wenn es besonders schnell gehen soll. Sonst benötigt man das nicht, weil ja die Kakaobutter ohnehin auch fest wird wieder bei Raumtemperatur. Und so fülle ich das Ganze auf. Die Öffnung, die kann später separat noch mit einem Schokoladendeckel geschlossen werden. Jetzt ziehe ich noch Überschüsse ab und diesmal gebe ich es in die Kälte, damit ich das schneller füllen kann das Mal. Da ist die festgewordene Schokolade, die hinuntergetropft ist. Hier ein kleiner Grund aus der Küche, aus den Resten von der Creme. Die getrockneten Früchte mit der Schokolade, die heruntergetropft ist, kann als kleine Süßigkeit verwendet werden. Eine Besonderheit sind auch älter gewordene getrocknete Feigen, die von sich aus etwas alkoholisch geworden sind. Das funktioniert meistens aber nur wirklich, wenn sie entweder selbst getrocknet wurden oder bei einem Rohkostversand eingekauft worden sind, die wirklich unter 40 Grad trocknen. Sonst stirbt da einfach zu viel ab, um diese guten Aromen zu entwickeln. So, und jetzt hole ich die ganze Form heraus. Ich hatte es zuerst schon mal probiert, da war ich etwas zu früh dran, darum ist die Form etwas herausgeronnen, aber so sieht es jetzt aus, wenn es wirklich fest geworden ist. In dem Fall ist es wichtig, dass es schon fest wird, denn ich möchte ja diese Kugeln, die auch nur halb waren, weil ich ja nicht alles voll gefüllt habe, nachher wieder einfrieren und das sollte die Masse schon fest geworden sein. Und so sehen sie fertig aus. Da ist noch die halb gefrorene Masse. Diese hier, die hat eine kleine Öffnung, da beiße ich jetzt rein. Da sieht das so aus. Ihr seht die ganz dünne Schokolade rundherum und die flüssige Füllung. Das ist also eine Praline, die im Mund wirklich zergeht und nachher innen eine Fruchtfüllung hat. Ich würde sie, nachdem sie fertig ist, auf jeden Fall im Kühlschrank aufbewahren und nur so viele herstellen, wie in 2 Tagen gegessen werden. Ich wünsche euch noch eine schöne Adventszeit und wunderbare Genüsse, sodass ihr auch immer wählerischer werdet, was euch wirklich gut schmeckt. Wenn dir das Video gefallen hat, dann freue ich mich sehr, wenn du mir einen Daumen hoch gibst, wenn du meine Videos abonnierst und natürlich über deine Weiterempfehlung. Bis zum nächsten Mal. Servus!